Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Let's Play Final Fantasy 8 und zwar Part 17. Wir wollten uns jetzt den Travia-Garten angucken. Ich hoffe, dass das geht, weil Zephyr hier ein bisschen außer Gefecht ist. Nicht, dass wir das erst zu einem späteren Zeitpunkt des Spiels machen können. Das werden wir aber gleich sehen. Hier laufen wir mal ganz gekonnt weg. Wir könnten hier schon ziemlich viel machen. Soweit ich weiß, kann man da hochklettern. Aber es kann sein, dass das wirklich noch nicht geht, weil Zephyr nicht ready ist. Dann müssen wir tatsächlich nach Ballam gehen. Machen wir das. Ist ja auch kein Act. Ist ja auch nicht weit weg. Koppeln, Xel, der hat nichts, ne? Das heißt, wir müssen mal die Truppe austauschen. Nein, nein. Austauschen, sagte ich. Mit Xel. Bäm! Sieht aber nicht so aus, als hätte Rinoa da was gehabt, ne? Nein, nicht beenden. Koppeln. Irwin hat aber seinen Kram. Hat er auch nicht? Okay. Karbunkel und Leviathan waren deine. Genau. Zauber. Machen wir auf Stärke. Guardian Force Draw. Item, dass ich das komplett aufgelöst hatte, fand ich schade, aber ist so. Koppeln. GF, Ifrit, Brothers. Ja, mir hattest du noch nicht, ist nicht schlimm. Zauber. Machen wir auf Stärke, ist klar. Guardian Force. Auch wenn du schlecht bist, Draw. Item. HP plus 40, Stärke plus 20, yay. Yeah. Items. Und dann nehmen wir hier noch ein Zelt, damit die ganzen Leute auch wieder fit sind. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch noch ein Zelt. Alter. Mal sehen, welche Gegner da sind. Oh, eine Messnerritze. Engel. Kein freier Platz. So. Irwin. Ja, wir müssen hier mal ein bisschen trainieren. Die Messner-Ritze scheint ein Problem hier mit Xel zu haben, hä? Das hält alles ganz schön viel aus. Horn verloren. Xel zu fest draufgeschlagen, dass das Horn weggefallen ist. Lebensring. Na dann auf nach Ballam. Cool ist, der Garten kann solche Felsen da nicht hoch, aber er kann sie runterfliegen. Ja, was sehen wir da drüben?
Kommt uns bekannt vor, ne? Was ist denn hier los? Was ist hier passiert? Hey, wie sieht's denn drinnen aus? Diese Stadt wird im Namen der Hexe Edea gesperrt. Ohne Erlaubnis darf niemand durch, es wird einige Tage so bleiben. Wenn die Stadt komplett durchsucht ist, seid ihr dran, wartet hier. Wie sieht's denn drinnen aus, können wir leider nicht sagen, Xel. Seit Tagen ist die Stadt gesperrt, unsere Tochter wartet auf uns, aber wir können nichts machen. Die Hexe hat Soldaten hier entsandt. Heißt das, dass die Welt vor ihr kapituliert hat? Ja, die Garns sind weg, ne? Was sagst du? Was soll ich tun? Was passiert mit der Stadt? Wann können wir wieder hinein? Hätte ich bloß meine Tochter mitgenommen. Ich hoffe, dass sie zu Hause brav ist. Ah, oder du kommst nach Hause ins Chaos. Warum lauft ihr herum? Verdächtig. Wir können dich mal wegprügeln. Was suchen die Galbadianer in dieser Stadt? Was ist mit euch? Seid ihr Einwohner? Jo, ihr könnt doch wenigstens die Einwohner reinlassen, oder? Betreten verboten heißt, dass niemand hinein oder hinaus darf. Verstehst du, was ich sage? Hä? Willst du mich verarschen? Xel ist sauer. Was ist? Was wollt ihr noch? Du sagtest, dass die Stadt gesperrt ist. Das heißt doch, dass auch der Informationsaustausch gestoppt ist. Schade, wir hätten Infos über Elione. Was? Stopp! Erzähl, los, ihr kennt Elione? Ich bin mir noch nicht sicher, dazu muss ich in der Stadt etwas nachprüfen. Lasst uns also rein. Wenn ihr etwas herausgefunden habt, berichtet es dem Kommandeur im Hotel. Ihr werdet dann bestimmt reichlich belohnt werden. Squall ist schon ein ausgepuffter Typ. Warum Irwin jetzt auf einmal weg will? Du bleibst hier, Irwin. Nicht, dass ich hier mit geballter Manpower rumlaufen will, aber ich habe euch ja schon gesagt, dass ich die beiden ganz gerne habe und dass ich hin und her tauschen werde. Oh, Xel hat was? Neunmal Blitz gezogen? Respekt. Hey Xel, ich wusste, dass du wieder zurückkommst. Jo. Was fehlt uns dafür? Verräterklinge. Krötenpanzer, Schrauben. Würde unsere Stärke erhöhen. Deutlich. Schlangenhaut, Kampfbrocken, Irwin. Alles klar. Uns fehlen die ganzen Sachen dafür. Müssen wir mal gucken. Hat Quisakottl schon Kartenwandler gelernt? Ja, ist ganz schön. Ups, nein. Ist ein ganz schönes Hin und Her mit den GF und den Abilities und so. Da muss man mal aufpassen, was sie gerade lernen. Magie plus 40, ja, danach solltest du das andere lernen. Was lernst du hier gerade? Was? Nein, das ist dumm. Todesurteil ist geil. Ach, wobei, bleib dabei. Wie viel hast du davon schon gelernt? 10. Stärke plus 40 ist toll. Was lernt Siren gerade? Zustandsmedizin, das ist sehr gut. Lernen? Nein. Ihr lernt HP plus 80. Was soll das? Gut, dass ich gerade noch gesehen habe. Junge! Rauben 28 von 200. Das ist ein wichtiges Ding. HP plus 20%, jawohl. Leviathan lernt heilen. Und das war's. Okay, läuft alles soweit ganz gut. Jetzt quatschen wir die Galbadianer nochmal an. Ey du, wenn ihr nichts zu suchen habt, geht gefälligst nach Hause. Wenn ihr rumgammelt, werde ich euch verhaften. Alles klar, Alter. Kannst du mal versuchen, dann prügeln wir dir deinen Helm vom Kopf. Bin zu Hause. Huch. Hey Squall, das ist mein Zimmer. Nicht reingehen, es ist heilig. Schon gut. Schade, er lässt uns immer noch nicht rein.
Irgendwann vertraut er uns so weit, dass es dann geht. Der Kommandeur hat uns befohlen, niemanden durchzulassen. Was? Was ist? Eine Information über Elione? Was mache ich jetzt? Schon wieder ein Gerücht? Wenn ich wieder etwas falsch mache, wird mein Sold gekürzt. Das Problem ist, dass unsere Vorgesetzten je nach Laune unseren Sold bestimmen. Wir haben leider nicht das Recht, unsere Vorgesetzten auszuwählen. Hey, wir haben wirklich nützliche Infos. Führt uns zu einem Kommandeur. Irgendwie sind sie verdächtig. Das denke ich auch. Irgendwas stimmt da nicht. Frag das unseren Truppenführer. Er ist auf Patrouille. Alter. Das ist... Okay, ich muss gestehen, das ist der Part, den ich im Game wirklich am meisten hasse. Diese Suche nach diesem Truppenführer hat Jahre gedauert früher. Ihr solltet froh sein, dass wir die Stadt nicht angezündet haben. Wenn Edea will, kann sie diese Stadt im Nu auslöschen. Jo. Ich weiß was ihr nicht wisst. Da ist ein geheimer Drawpunkt. Und da wir jetzt die Ability haben, können wir auch ziehen. Ich suche den ganzen Tag nach etwas. Was Elione gehört, was nach Elione riecht. Unser Truppenführer hat gerade hier geangelt. Er war glücklich, dass er einen Fisch fangen konnte. Er meinte, dass er ihn sofort essen will. Ich soll mit diesem Suchhund Elione finden. Aber wie soll er sie finden, wenn er ihren Geruch nicht kennt? Das kann niemals klappen. Basiert. So, der Truppenführer hat hier also geangelt und will den Fisch zubereiten. Wo könnte man das am besten tun? Nicht am Bahnhof. Hier war doch eine Küche bei der Mutter Dean. Mal in der hinteren Tür gucken. Na, die sitzen immer noch so wie früher. Verändert sich nichts in Ballamp. Jeden Tag dasselbe. Geh doch durch. Der Truppenführer, was wollt ihr von ihm? Wenn ihr was wollt, geht ins Hotel und sprecht mit dem Kommandeur. Ja, danke, ihr Trottel. Da haben sie uns weggeschickt, damit wir den Truppenführer suchen. Was habt ihr am Bahnhof zu suchen? Fort mit euch. Falls ihr etwas wisst, geht ins Hotel und erzählt es unseren Kommandanten. Oh, ich habe seit gestern nichts mehr gegessen. Mein Magen ist komplett verstimmt. Gott, habe ich Hunger. Kann nicht richtig gehen. Ich kann nicht richtig gehen. Ich werde die Nahrungsvorräte ins Hotel bringen, Sir. Jawohl, kommt aber ja nicht auf die Idee zu zocken. Hey, ihr da. Jawohl, jawohl. Passt gut auf, verstanden? Jawohl. Das war die Nahrung für die Soldaten. Die Bürger bekommen nichts, nur die Soldaten. Wir müssen für sie schuften, sind aber selbst am Verhungern. Das ist so lächerlich. Tja. Jedes Mal komme ich mit dem Essen im Ausland nicht klar. Aber jetzt habe ich Hunger ohne Ende. Ich könnte jetzt alles essen. Puh. Es ist einfach ineffektiv, so viele Soldaten einzusetzen, nur um ein Mädchen zu suchen. Wir sollten alle verhaften. Irgendwer packt schon aus. Was ist? Irgendwas dagegen? So, ganz im Ernst, da hat er recht. So würde ich das ausmachen. Auch machen. Dreckiger, blöder Truppenführer. Aus dem Weg. Der Truppenführer ist auf Patrouille. Sucht unseren Truppenführer. Haben wir doch gerade gemacht.
Na, steh auf und erzähl was. Den Truppenführer, leider weiß ich da nichts. Willst du ihn platt machen, dann werde ich mithelfen. Ja. Wann werde ich denn abgelöst? Nach der Patrouille sollte doch jemand herkommen. Ein Soldat hat pünktlich zu sein. Im Krieg geht es um Leben und Tod. Das gilt auch dann, wenn man einen Suchhund hinterherläuft. Bloß keine Sekunde verlieren. Boah, ich kann schon wieder ziehen da hinten. Na dann, let's go. Also Moment, der hat hier geangelt. Ich suche den ganzen... Ach so, ja, bla 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 bla. Das Mädchen, von dem er eben sprach, meinst du, dass sie hier lange bleiben wird? Wo ist dieser Blödmann hin? Was wollt ihr eigentlich vom Truppenführer? Zeigt ihnen... was du kannst. Ihr solltet das tun, solange ihr noch jung seid. Hey Mama, dann wird doch die Stadt niedergebrannt. Wo unser Truppenführer schläft, wo soll ich das wissen? Bestimmt nicht auf der Straße, genauso wenig auf Dächern. Dazu ist er viel zu groß. Was ist unser... Ach so. Wie? Ich dachte, er hat einen Fisch gefangen. Was ist? Der Truppenführer? Keine Ahnung, wo er gerade ist. Er muss doch in der Stadt sein. Habt ihr irgendwas rausgefunden oder einen Kommandeur gesehen? Nein, haben wir nicht, weil wir den Truppenführer suchen sollen. Ah! Ja, wenn wir rumgammeln, werden wir verhaftet. Unser Truppenführer macht gerade ein Nickerchen. Nein, er ist auf Patrouille. Er will nicht gestört werden, wenn er auf Patrouille ist. Ich glaube, der hat unter irgendeinem Wagen geschlafen. Und die einzigen Wagen stehen, genau, unten am... Oh, ist das ein letzter Scheiß. Kann ich uns euch helfen? Wer bist du? Psst. Nicht so laut, okay? Ich wollte nur eines sagen. Falls ihr etwas über Leone wisst, erzählt es mir bitte zuerst. Im Gegensatz zu den Galbardianern werde ich euch auch dafür bezahlen. Weißt du nicht, wo der Truppenführer zurzeit ist? Wir müssen ihn finden, um mit dem Kommandeur zu reden. Den Truppenführer? Es kommt darauf an, wie viel ihr dafür zahlt. Gott seid ihr geizig, ihr hättet diese Infos kaufen sollen. Fuck you. Also, er hat einen Fisch gefangen. Geschlafen. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich kenne den Truppenführer nicht. Bestimmt hat ihn jemand irgendwo versteckt. Was soll ein Mann denn alleine machen? Er macht gerade ein Nickerchen. Blablabla. Ja, okay. Die Vorräte in den Lähnen. Dank Dien ist bisher noch keine Panik ausgebrochen, aber es ändert nichts an der Tatsache. Bla bla bla. Ich will Infos vom Truppenführer. Ach so, was? Ist unser Kommandeur wieder wütend? Unser Truppenführer schläft, woher soll ich das wissen? Bestimmt nicht auf der Straße, genauso wie nicht auf den Dächern, dazu ist er zu groß. Ja genau, doch, das war dieselbe Info von eben. Alles okay, Mutter? Xel, bist du rein... Wie bist du reingekommen? Wir haben einfach erzählt, dass wir einige Infos über Elione haben, das war's. Puh, ich dachte schon, dass du die Soldaten verprügelt hast. Die Hexe würde diese Stadt zerstören, wenn es hier zu Unruhen kommt. Das sagten die Galbardianer. Ist die Hexe Edea in der Stadt? Ich sah auf jeden Fall eine Frau mit einer Augenklappe und grauen Haaren. Fu Jin, sie ist also hier. Lass mich einfach ran, ich werde sie vertreiben.
Ist Cypher auch hier? Sie wollten die Stadt für einige Tage abriegeln, aber ich glaube ihnen nicht. Die ganze Stadt ist genervt, sowohl wir als auch die Soldaten. Ja, ist klar. Ich hoffe, dass wir nicht... Blablabla. Ich will Infos zum Truppenführer. Ich dachte, du machst dir Sorgen über mich. Naja, ich werde es denen zeigen. Rotznase Xer, endlich bist du da. Ich habe eine Spezialtechnik entwickelt. Hey, ja, super Wundertritt. Soweit ich weiß, kommt er irgendwann her und kocht hier diesen Fisch. Ja. Droh uns mal wieder, uns zu verhaften. Unser Truppenführer macht gerade ein Nickerchen. Ja. Schläft der nicht im Zug oder so? Oh Gottes Willen, ich weiß nicht mehr. Gut, was sagst du? Puh. Das ist einfach ineffektiv, so viele. Ja, wow, das ist genau dasselbe, was wir eben schon hatten. Einfach alle verhaften. Ja, das wäre toll. Dann würde nämlich auch der Truppenführer irgendwo sein. Oh Mann. Wo war der? Also, der schläft unter dem Wagen. Dachte ich zumindest. Nee, da haben wir den anderen Typen gefunden. Dann haben wir auf jeden Fall rausgekriegt, dass er diesen blöden Fisch geangelt hat. Den bereitet er eigentlich zu. Oder macht er erst den Fisch und dann... Bereitet er den zu? Ach nee, macht er erst den Fisch, bereitet den zu und schläft dann. Da kommt Rauch raus jetzt. Da kam ein Galbadianer, der unsere Küche benutzen wollte. Er hat einen stinkenden Fisch zubereitet. Jetzt riecht die ganze Wohnung danach. Ja, seht ihr, ich wusste es doch. Wenn ein Fisch so stinkt, muss er schlecht sein, aber der Typ wollte ihn ernsthaft essen. Er wollte das auch seiner Truppe zum Essen geben. Ich hoffe, dass niemandem etwas passiert. Ein richtiger Idiotentruppenführer also. Die Leute am Bahnhof hatten doch Hunger. Alter Vater. Unser Truppenführer brachte uns das Essen. Ich fühle mich wie gerädert. Scheiße. Ich hätte es doch lassen sollen. Ich hatte schon so einen komischen Geruch. Wie gemein, das war wirklich nicht nett. Hilfe. Und unser Truppenführer brachte uns Essen. Okay, wo ist er hingelaufen, der Truppenführer? Unser Truppenführer, er macht gerade ein Nickerchen. Nein, er ist auf Patrouille. Okay, danke, du sitzt uns wirklich die ganze Zeit dasselbe, Blödmann. Nein, nicht da reingehen. Unser Truppenführer schläft, okay. Ich habe eine Idee. Okay, gut. Rätsel gelöst, ohne dass wir die vielen Gil bezahlen mussten. Von diesem Halsabschneider. Nein, da wollten wir gar nicht hin. Gott. Wo ist der Hund hin? Nein, ich war's nicht. Da kam ein Mann, der das Essen brachte. Oh, sag nicht. Weil wir kurz bei diesem Laden waren, müssen wir den Hund jetzt nochmal abholen, oder was? Ja. Oh, wie nervig. Wenigstens wären wir bei dieser lächerlichen Suchaktion reich.
Weil wir aus Versehen in den Laden gegangen waren, ist der Hund wieder zurück an seinen Platz gelaufen. Wundervoll. Nein. Ja. Sehr gut. Das ist 3 Gin. Hinterher. Ja, der idiotische Truppenführer. Kein Wunder, ey. Hey, ihr da, ihr dürft jetzt nicht reingehen. Unser Kommandeur hat gerade den Truppenführer. Ah, arg. Fu Jin, Hysterie ist mal nicht gut. Ich habe mal richtig gearbeitet, ich musste nur mal den faulen Suchhund wecken. Hey, ihr da, ihr müsst mir mal helfen. Wir versuchen mal zusammen Fu Jin zu beruhigen. Oh, es ist nie gut, eine Frau zu beruhigen. 3 Jin. Boah, was macht ihr denn mal hier? Wir sind hier, um Banam zu befreien. Ah nein, wir sind hier, um Banam zu befreien. Ach, hier. Wir sind hier, um Mal Banam zu befreien. Ah nein, wir sind hier, um Banam zu befreien. Xer lässt sich schon von seinem doofen Gequatsche anstecken. Cypher meinte mal, wenn Squall kommt, könnt ihr ihn mal ganz locker umhauen. Hier, helft mal mit. Na dann. Hauen wir dir mal aufs Fressbrett, mein Freund. Ich mach dich fertig. Raijin hat Xer gesagt. Oh, die zwei Galbadianer haben schon genug. Oh, geil. Dass ich den zum Einschlafen bringen kann, wusste ich nicht. Bumm. Ja, da ist jemand ganz müde geworden. Eigentlich unglaublich, dass er von sowas nicht wach wird, ne? Dass der so oft die Mütze kriegt, während er schläft. Stimmt, das heilt den. Das habe ich vergessen.
das war's gut. Das war's mal. Jawohl. Oh, ich hasse die zwei, ne? Okay, jetzt ist der Kommandeur dran. Nein, 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 ich wollte uns noch heilen vorher. Übel. Bist du der Kommandeur? Verpisst euch aus Ballamp. Raijin, verloren? Ganz recht, wo sind Cypher und die Hexe? Ich werde euch alle niedermachen. Nur mit der Ruhe, Xel. Scheinbar bist du ja alleine, Fujin. Willst du trotzdem kämpfen? Wut! Ahaha, mal warten. Sie ist mal nicht alleine. Wer ist da? Hier bin ich mal wieder. Ich fühle mich mal stärker. Ich fühle mich mal unsterblich. Warum? Wir haben ihn doch platt gemacht. Jetzt mal ein bisschen ernst. Uff. Schnell, wo ist eine High Potion? Da, auf Irwin. Tornado, fuck, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Irwin ist tot. Ja, danke, Xel. Wie nett von dir! Ich hoffe, Xel. Sehr gut. Wo ist Vitra? Da. Boah, das ist schon ein hervorragender Zauberer. Junge, Junge, Junge. Verdammt, das ist nicht gut. Ich hatte gehofft, er ist... Squall ist so schnell, dass er wenigstens vorher dran ist. Mona entdeckt. Elione, wo? Irwin ist so geil. Ich muss jetzt zwar die ganze Zeit R1 drücken, aber... Oh nein, ich bin ein Idiot. Quetzalcoatl wird Dings heilen. Oh. Nachdenken. Idiotisch war das. Absolut idiotisch. Zauber. Aero auf Raijin.
geht. Habe ich Triple schon mal bekommen? Nee, ne? Regener auf Xell, dass er wenigstens gelegentlich mal Leben bekommt. Hau raus, Irwin! Dass der Fujin immer noch nicht... der Raijin immer noch nicht genug hat. Elione, wo? Ja, das wüsstest du gerne, ne? Alter, wie viel hält er denn dieses Mal aus? Das war mal nicht schlecht. Oh nein! Oh nein! Jetzt wird's übel! Nein. Zauber Vikra auf dich. Sofort! Oh, Junge, das war sowas von knapp! Ist das nicht ein geiler Zauberer? Ah, Squall, du bist so strong. Ohne Mist. Doppel, wo ist Doppel? Ah, schnell. Auf dich. So, jetzt Zauber, Doppel und Erzengel. Einmal auf ihn, einmal auf ihn. Oh, come on. Das war sowas von knapp. Ist immer schlecht, wenn nur noch einer lebt. Elione, wo? Traf dich. Ha! Komm, es muss jetzt irgendwann mal vorbei sein, weil Raijin... Ja! Oh, und alle leben! Sorry, Fujin, ich bin mal K.O. Niederlage. Pandemona, ein neuer GF. Hat die Hexe euch das befohlen? Negativ. Die Hexe hat mal nichts zu tun. Wir handeln mal nach eigenen Regeln. Was für Regeln? Die Regeln von Cypher. Dann ist es okay. Aber hört jetzt damit auf. Das ist jetzt kein Streit mehr unter Gardenschülern. Wir können mal nicht zurück. Fujin negativ. Cypher hat mal viele Untergebene, aber wir sind seine einzigen Freunde. Die Galbadianer gehorchen ihm nur, weil sie mal die Hexe fürchten. Wenn wir mal auch noch weggehen, hat er niemanden mehr. Gute Freunde immerhin. Wenn ihr seine Freunde seid, solltet ihr Cypher sagen, dass er damit aufhören soll.
Akzeptanz. Das ist mal keine solche billige Beziehung. Egal, was er mal tut, wir werden ihm folgen. Ich kann euch verstehen. Ihr wollt also nicht zurück, richtig? Nächstes Mal kenne ich keinen Skrupel. Es geht nicht anders. Sie wollen das doch so, oder? Hey, Moment mal. Ich will mal nicht mehr reden. Es macht mich mal etwas traurig. Trauer verboten. Sie tritt ihn. Abmarsch. War das wirklich in Ordnung? Wer zum Freund oder zum Feind wird, entscheidet sich rein zufällig. So wurden wir erzogen. Es ist doch nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Wirklich? Warum fühle ich mich dann? Wir gehen. Wohin als nächstes? Hallo Leute! Was ist? Wohin wollen wir jetzt? Ich überlege noch. Wie wär's mit dem Trabia-Garten? Ja, das wollte ich vorhin schon für dich machen, Süße. Die Hexe wird sich kaum dafür interessieren. Aber es könnte ja vielleicht trotzdem sein, meine ich. Aber dort könnte durch den Raketenangriff die Hölle los sein. Ach ja, gerade deswegen will sie dahin, verständlich. Ich werde es mir überlegen. Danke. So, wir müssen mal vor allen Dingen eins machen, nämlich speichern. Deswegen fahren wir jetzt mal runter in unser Zimmer, speichern da und machen dann Episodenende, weil das war eben... Oh nein, blöd Mann. Das war eben nämlich ganz schön knapp und wenn wir verloren hätten, ich weiß nicht, vor wie vielen Stunden ich das letzte Mal gespeichert habe. Irgendwas bei 11 Stunden irgendwas, glaube ich. Bei diesem Bandabend, ey, das hätte ich dann alles nochmal machen müssen. Nee. Das machen wir nicht. Dann können wir uns auch mal kurz in die Pfanne hauen. Oh, und wir können Xell Pandemona koppeln. Ja, hier ändert sich nichts. So, aber stimmt, das müssen wir nochmal kurz durchgucken. Irgendwer hat irgendwas gelernt. Shiva, glaube ich. Nee. Erstmal gucken wir, was Pandemona kann. Was sie gerade lernt. GF Magie plus 10. Nein, Erstschlag ist gut. Stärke plus 20%. Das müssen wir mal tauschen. Tauschen sie mit... Dings. Mit Leviathan. Das bleibt auch alles. Oh, warte, was? Irwin kann noch einen mehr? Krass. Xell. Du bekommst Leviathan. Weil Leviathan hat Sachen, die Irwin schon kann. Und auf die Art gibt es hier nochmal HP Plus auch für Irwin. Genau, das ist gut. Ach, die hatten wir eben. Was lernt er noch? Sehr gut. Was lernen sie noch? Was lernen die noch? Heilen lernt er noch gut. Und was lernt die, haben wir ihr gesagt, genau. So, und dann können wir nämlich, weil Irwin ja tatsächlich ein bisschen besser ist, der hat nämlich 3 Slots unten am Ende. Nein. Ability. Mit dem noch HP plus 20% geben. Da hält der Junge auch endlich mal es aus, ey. Der geht immer so schnell in die Knie schlafen, ja. So. Dann rüber.
Und unten speichern. So, wir sind jetzt bei 14 Stunden 1. Mal sehen, wann wir zuletzt gespeichert hatten. 13 Stunden 15. Okay, das geht ja. So, sehr gut. In der nächsten Episode machen wir weiter. Was für eine dumme Aussage. Nein, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Episode gefallen hat. Ballamp ist auf jeden Fall befreit. Warum hat Xell seine Dingsuniform an? Fujin, Raijin und Cypher. Das nächste Mal stehen wir uns als Feinde gegenüber. Ich werde ihnen schon zeigen, wie der Hase läuft. Ja, verrückt. Warum hat er sich umgezogen? Aber vielleicht ist das einfach nur ein falsches Modell, was eingefügt wurde. Wir gehen auf jeden Fall jetzt nach oben und machen da dann beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe wie immer, dass es Spaß gemacht hat, dass es spannend weitergeht. Und darauf könnt ihr auf jeden Fall sicher... darauf könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen, meine ich. Euch versichern, wollte ich erst sagen. Und ja, bis zur nächsten Episode. Ciao.